Party People. Ich bin Adam und ich bin gerade in Lübeck. Unser Guide Ehrenmann. Hier ist Kai. Hi! Hallo Adam. Hey, ne? Best Friends for Life mache ich immer so, um Nähe zu den Guides zu suggerieren, obwohl wir uns erst seit einer halben Stunde gesehen haben. Willkommen in Lübeck. Ein kleines Willkommensgeschenk für dich. Oh, vielen Dank. Und auch für unseren Kameramann. Lübeck ist hässlich. Ja, ich muss das noch herausfinden, weil wir haben gerade erst angefangen. Ach so. Was ist am hässlichsten? Alles. Die Leute hier. Die ganzen Bahnhofsteller. Seid ihr aus Lübeck? Ja. Also seid ihr hässlich? Also. Eigentlich aus Prinzip haben wir uns gerade. Allein aus Prinzip, ja. Ich will euch nur davor warnen, dass ihr euch versehentlich irgendwie selber beleidigt. Genau. Ja. Deine Schnüsse, soll ich weiß, sie dir zumachen? Weil ich nein, dir. Halt mal kurz das Mikro. Ich kann mir guten Ehrenmann. Ja, das geht nicht. Ich will nicht, dass du fällst. Ehrenmann. Ich habe jetzt gerade nur eins gemacht, weil ich habe, ich muss weg. Deswegen, alles Gute, bis dann. Tschüss. Adam packt seinen neuen Lautsprecher aus, auf dem die Zuschauer in verschiedenen Stimmen Texte vorlesen lassen können und den Adam auch Fragen stellen kann. Den alten Lautsprecher mit Kratzer hat er an Amazon zurückgesendet. Problemlos. Es gibt eine Tasche dazu. Marzipan. Ich liebe Marzipan. Das freut mich. Bra! Aber was bedeutet das Wort? Bra. Starnbecker fragt an Lübecker, woraus besteht Marzipan? Marzipan, Mandeln, Zucker und man sagt Rosenwasser, aber das ist im Prinzip eine Art Alkohol, aber der variiert auch von Hersteller zu Hersteller. Veronika, aus wie viel Prozent Marzipan-Rohmasse besteht das Niederegger-Marzipan? Niederegger-Marzipan besteht zu 100% aus Marzipan-Rohmasse. Gewöhnliches Marzipan schließlich enthält nur noch mindestens 50% Marzipan-Rohmasse. 50%? Dafür maximal 50% Zuckerzusatz. Okay. Doch noch so viel Rohmasse? Das wundert mich jetzt. Schönen Blick auf den Stadtgraben. Auf der Lübecker Puppenbrücke vor der Merkurfigur lässt Kai seiner poetischen Ader freien Lauf. Zu Lübeck auf der Brücken steht der Gott Merkur. Er macht in allen Stücken eine göttliche Figur. Nur vom Hemd hat er in seiner nichts gewusst in seiner Göttermut. Drum dreht er allen Fremden den blanken Kodex zu. Emanuel Geibel. Das ist doch heutzutage auch schon ein großes Problem, oder? Weil da wird doch schon viel Theater draus gemacht. Da sind ja schließlich auch kleine Säckchen zu sehen. Hier auf jeden Fall schon mal das Holstentor für euch. Wenn wir da mal eine Lautsprecherbox hinstellen, wir müssen ja gar nicht direkt davor stellen. Ich platziere sie dort einfach nur. Das sind die alten Salzspeicher. Da wurde Salz gelagert, was aus Lüneburg angeliefert wurde. Ja, ich kann ja so tun, als hätte ich eigentlich eine Moderation vor. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr euch so einfallen lässt. Oh, ich glaube, man hört das überhaupt nicht, oder? Haben die eine große Box dabei? Oder? Oh, haben die eine große Box dabei? Das wäre interessant. Ja, ich guck mal per Bluetooth. Adam kann sich mit keiner der zahlreichen Boxen der Party People verbinden. Okay, cool. Meint ihr, ich kriege alle Leute dazu, ein Lied zu singen für so ein paar Sekündchen? Kennt ihr Live? Na, 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 na? Dieses Live ist Live? Ja. Sonst sprich mal irgendwen in den orangenen Westen an. Ich glaube, weil das sind die Leiter. Hallo Adam. Oh, hi. Ich bin's nochmal. Das ist ein bisschen laut, ich weiß. Ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich jetzt ganz entspannt in die Sauna gehe. Ich wünsche dir noch einen tollen Abend und trink nicht zu viel. Gib mir ein, zwei Minuten. Ich guck mal, ob ich mit irgendwelchen Leuten reden kann, die dann mitsingen. Hier so ein paar eingestreut. Ja, das ist gut. Moment, halt nicht weglaufen. Wieso laufen die denn jetzt weg? Vor allen Dingen, die gehen zu meinem Mittelsmann. So haben wir das aber nicht geplant, Leute. Ich habe einen Mittelsmann gefunden, also einen mit der gelben Weste. Er will zwar angeblich Bescheid geben, aber ich habe jetzt Angst, weil die Leute laufen so langsam weg. Ich glaube, wir tun uns gleich in Gruppen zusammen. Ich habe einen Auftrag. Können wir was singen? Und zwar Live is Live. Na, 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 na. Die hauen schon... Ich habe eben mit... Wieso haut die jetzt ab? Okay, dann singt dort drüben weiter. Ja, machen wir. Okay, versprochen? Versprochen? Okay. Können alle bitte einmal mitsingen? Dankeschön! Life is life! Na, 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 na! Dankeschön! Life is life! Na, 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 na! Cool! Dankeschön, Lübeck! Ihr wart ein großes, gutes Publikum! Mit euch kann man Spaß haben! Dankeschön! Ah, Cringe-Faktor 3000! Das Thema Geocaching wird angesprochen, nachdem die Zuschauer auf Kais T-Shirt aufmerksam wurden. Ich bin Geocacher. War auch bei dem entsprechenden Treffen, aber ich glaube nicht, dass das so spannend ist jetzt hier im Stream. Das war jetzt immer noch ein Tor, was noch hier vor dem Holzentor damals stand. Dann haben wir ein paar. Zumal ja von unseren ganzen alten Stadttoren nur noch zwei erhalten sind. Von Adam, hier aus. Ich habe jetzt die Polizei gerufen, weil das Geschrei hörst noch bis in die Nacht.
scheißegal. Das kann man von mir aus bis Emskirchen hören. Wenn du hier stehst, machst du es nur für die besser. Ja, gut, aber du hast jetzt viel lauter rumgebrüllt als ich eben. Das Mikrofon ist Lava. 199, 98, 97, 10. So, warte, du kannst es noch nicht halten. In der St. Petri-Kirche finden heute keine Gottesdienste mehr statt. Sie wird stattdessen als Veranstaltungsort genutzt und bietet eine Aussichtsplattform, die Adam und Kai besichtigen dürfen. Beeren, sie sind wirklich lecker. Leckere Beeren. Ich würde mich halt auch darum kümmern, dass es serviert wird. Immerhin so Bodenpommes, dann jetzt auch Bodenbeeren. Lift. Cool. Und für die Leute, die nicht wissen, dass das ein Lift ist, haben sie hier nochmal Lift draufgeschrieben. Hier übrigens haben wir noch die genauen Meterhöhen. Auch nochmal ganz oben mit der Aufforderung, bitte nichts vom Turm werfen. Oh, windig und kleine Stufen. Da ist noch eine brütende Taube, genau. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht im Stream. In Fuller die auf jeden Fall nicht, ne. Die Ägidienkirche, das ist die kleinste unserer Altstadtkirchen und die einzigste, die im Zweiten Weltkrieg wirklich nahezu gar keinen Schaden genommen hat. Kannst du die Taube nicht einmal nett küssen? Ich glaube, dass die Taube tatsächlich unter einem gewissen Naturschutz steht. Das ist ein Hotel und oben die obersten Stockwerke gehört, soweit ich weiß, einer Reederei. Da, wo jetzt diese Baustelle ist, das war jahrelang die größte Ausgrabungsstätte in Europa. Für was? Was haben sie ausgegraben? Haben sie das alte Lübeck ausgegraben, mittelalterlich. Da standen nach dem Krieg wurden da zwei Schulgebäude hingebaut. Dann hat man sich dann entschieden, diese platt zu machen. Dann die Archäologen sich durchs Gelände wühlen lassen. Und jetzt entstehen da viele kleine Häuser. Hier sieht man doch noch ein paar Bilder, wie es nach dem Bombenangriff aussah. Wenn ihr mir Sprachnachrichten schickt, dann bitte mit Horst Hüttler, weil Horst Hüttler hat den stärksten Bass und dann kribbelt es richtig schön an den Eiern. Achtung, Adam. Der Typ hat vor, dich in eine Straße mit lustigem Namen zu schicken. Achte auf die Straßennamen, Adam. Achte auf die Straßennamen. Wir sollen aber nichts verraten, Leo. Meinst du, da kann man ein Spiel draus machen? Du meinst, wir hüpft am weitesten rüber, ohne dass er dabei nass wird? Es geht. Wasserqualität. Ja, seid doch nicht beleidigt. Also es war ja nur in der Not kann man euch schon trinken. Ein perverser Judas sagt, findet man mehr Asche von Frauen. Oh. Ich tue so, als wenn ich moderiere, rede irgendeinen Blindtext mit dem Inhalt Lorem Ipsum und währenddessen sehe ich schon, dass der Fokus dieser Kamera fleißig weg ist und ich eigentlich von jedem gesunden Menschenverstand, von jedem Lübecker, überhaupt nicht im Bild sein könnte. Aber perverser Yoda hat seine Ärsche. Es wurde für den Ort mit dem Namen Wetter gespendet. Adam fragt seine selbstprogrammierte Assistentin. Veronika, wo ist Wetter? Als Wetter bezeichnet man den spürbaren, kurzfristigen Zustand der Atmosphäre. Stopp. Wo ist Wetter? Also der Ort. Wie ist das Wetter? An welchem Ort? Nein, Ort heißt Wetter. Das Wetter im Wetter ist genauso kalt wie in Lübeck. Ja, aber wo ist Wetter? Hab ich dir Wetter gerade gesagt? Wo ist der Wort Wetter, verdammte Scheiße? Gibt es viermal Ort mit Wetter als viermal. Name? Aber gespendet wurde vier Ort im Ruhrgebiet mit 27.800 Einwohnern. Machst du nächstes Mal präzise Frage? Ich habe eine präzise Frage gemacht, du Putzfrau. Es wird vom Straßennamen her schon wärmer, Adam. Ah, hier links. Steht da Fegefeuer? Ja. Ah, oh, ja, da wird es wirklich wärmer. Kann man noch besser lesen. Oh ja, hier ist es nochmal. Wo kannst du enden, wenn du durchs Fegefeuer gehst? Ja, in der Hölle, oder wie ist das aufgebaut? Unter anderem? Wir sind jetzt in der Hölle. Ja. Ist gar nicht so warm, wie man denkt. Wo geht's aus dem Fegefeuer noch hin, wenn nicht in die Hölle? Also laut den Zeugen, was gibt's ein himmlisches Paradies? Ja, und da laufen wir gerade drauf zu, aufs Paradies. Oh, tatsächlich? Ja. Ich kann jetzt natürlich leider keine Vergleiche nach Köln ziehen zum Dom, aber vielleicht warst du schon mal da. Ja.
Kannst du mal von der Größe her mal einen Vergleich ziehen? Der Kölner Dom ist ein bisschen größer. Ich würde schon fast meinen, er ist das 3- oder 4-fache größer. Flächen haben sie gemacht? Ich würde sagen, das sind alte Grabplatten. Also das ist jetzt nicht lustig, aber störe ich jetzt die Totenruhe? Wenn ich bin, würde ich... Aufwachen! Oh, hier ist ein Zettel. Engelbert Strauß. Scharbeutz, Niendorf, Timmendorfer Straße. Adam trifft vor dem Dom auf ein Ehepaar. Der Mann scheint wohl zu ahnen, was auf ihn zukommt und verschwindet. Wir kriegen es halt mit dem Knoten nicht so hin, dass es hier hängt. Stattdessen baumelt mir das so auf dem Sack rum. Und das, also nicht, dass mich das jetzt erregt, aber es, oh, ich habe es kaputt gemacht, Kai. Ja, also das ist so Spiel und Spaß so von heutzutage. Damit beschäftigen sich die Jugendlichen. Sind Sie zu Besuch hier? Wir sind ehrenamtliche Helfer beim Küster, bei der Küsterbesprechung hier im Dom. Küster sind Menschen, die den Gottesdienst vorbereiten. Was sind Sie denn überhaupt für eine Organisation hier? Das ist auf YouTube? Auf YouTube? Sind Sie auf YouTube unterwegs? YouTube gucke ich immer dann, wenn mir jemand ein schönes Video schickt. Zum Beispiel habe ich jetzt ein ganz wunderbares bekommen. Der Herr segne dich. Hilfe, 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 ich werde und führt Hilfe, Hilfe. Rufen Sie bitte die Polizei. Ja. Das ist so eine Zufallsansage. Die Leute können mir da... Aber Ihr Gerät redet auch mit Ihnen, ne? Ja. Das ist, ich habe das erst drei Wochen neu. Wunderschöne Farben, Bilder. Mhm. Guck mal, hast du nicht letztens erst der Kirche abgeschworen und auf ein Porträt von Mohammed masturbiert? Nein, das sind die blöde, vulgäre Nachrichten, die teilweise kommen. Das ist mir egal, selbst wenn Sie mich dazu hier in irgendetwas reinziehen, das macht nichts. Also ich kann Ihnen das sagen, ich kann das nur unterstützen, denn ich habe den Herrn kennengelernt. Es gäbe heute keine Christen. Wenn Maria keine Schlampe gewesen wäre und unmöglich mit Josef geknallt hätte. Wissen Sie, ich weiß das, ich lese das. Ich lese das in der Idea Spektrum. Wenn dann in Berlin der Marsch für das Leben ist und da wird dann gesagt, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben oder sowas. Und ich finde, diese Menschen, die sowas sagen, die wollen Toleranz und können selber nicht tolerieren. Ich finde, Sie haben gut gekontert. Ich entschuldige mich im Namen meiner... Was heißt gekontert? Sie haben mich angesprochen und ich habe Ihnen nur gesagt, wie es in meinem Herzen aussieht. So, Leute, wir müssen uns gleich mal unterhalten. Wir müssen mal gleich miteinander reden. Da habe ich die Bluetooth-Box mal ausgemacht. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt noch alles kommt. Und wenn wir uns vorstellen, dass das auch noch alles abgespielt worden wäre, während ich neben der Dame stehe, dann gute Nacht, Deutschland. In Lübeck haben wir diese Gänge, als ja, im Mittelalter so noch mehr Wohnraum gebraucht wurde, hat man angefangen, in die Hinterhöfe halt zu bebauen. Und damit man den bestehenden Häusern nicht so viel Wohnraum wegnehmen wollte, hat man einfach entsprechend kleine Durchgänge zwischen den Häusern und durch die Häuser durchgeschlagen. Sollen wir hinterher trapsen? Hier kann man mal gucken. Das ist ja aber tatsächlich interessant. Ja, ist schön mit solchen Hilfen. Und das hier sind die Ansagen, die auch noch kommen hätten sollen. Herr Winkler, Rosenwinkler. Und dann töten wir alle die Christen. Besiegt. Nächste Station, Heidenheim. Die geben sogar die Leerzeiten der Tonnen an, wann. Ah, wie schön. Wenn ihr die jeweilige Tonne geleert wird, in Lübeck wird eine Tonne, die diesen Code nicht drauf hat, nicht mehr geleert. Den Straßennamen sollten wir lieber nicht zeigen, da könnt ihr den Chat triggern. Ich habe einfach, da ich in Krakau gewohnt habe, noch ein bisschen was aus Krakau mitgenommen. Mhm. Und ja gut, zufälligerweise ist das entweder schon abgelaufen im April oder es läuft gerade im Mai ab. Aber es soll euch nicht stören, weil das ist noch gut. Das kann man noch essen. Du hast Zentes gefunden. Ich habe nur diese Mischung Zentes mit Nougat gefunden. Weil ich war noch auf der Suche nach einem Negativbeispiel für Marzipan. Ja, auch richtig eklig. Hier habe ich noch Marzipaneier. Zum Wohl. Vielen Dank. Was ist das überhaupt? Probier's. Oh, geil. Oh, ich werde zum Säufer. Marzipanlikör. Geil! Oh, ist das hier von so einem Marzipanschlachter, so frisch abgepackt von der Theke?
nicht direkt. Lübecker Marzipan muss in Lübeck produziert worden sein, beziehungsweise Stockelsdorf und Bad Schwartau. Im Gegensatz zu Königsberger Marzipan. Mhm. Königsberger zeichnet nur eine Art Zubereitungsform. Genau, das wird so oben abgehört. Einmal flambiert. Wir machen Marzipan, was ist das? Test. So Picknick-Test. Ja. Brauchen Sie Marzipan, dann werfe ich Ihnen ein ganzes Ei, kann ich drüber werfen. Lübecker Marzipan nach Königsberger Art. Hm. Der gestrige Stromausfall in Lübeck wird thematisiert. Weil ich habe gelesen, das war ja auch auf ndr.de und so weiter, dass die Ampeln auch sogar ausgefallen sind. Ja. Handymasten sind ausgefallen. Denken wir, ja, aber was wollen die da, wenn so schon das Chaos ist, die Läden schließen müssen, so wie gestern in Lübeck. Doch, die Läden hatten, die meisten hatten zu. Der Klumpen hier kostet 15 Euro das Kilo. Hm. Ich habe schon mal fertig gekriegt, 400 Gramm innerhalb von anderthalb, zwei Stunden. Chat wird gefragt, schmeckt man wirklich den Unterschied? Ja, also einfach von der Konsistenz. Definitiv. Die Zentis-Dinger, die empfand ich wirklich als zäh. Adam erzählt wieder von seiner damaligen Lehrerin. Diesmal, wie er angemeckert wurde, als er zwei kleine Marzipanstückchen in der Pause aß. Und dann saß ich einfach nur und habe dieses kleine Marzipan-Ding gegessen. Und dann kam sie halt rein, hat mich angeguckt und gesagt, ja, Adam, die Zähne freuen sich dann ja. Oh, ich hab mir gedacht, was willst du denn, Alter? Echt, Alter, also, man gönnst mir noch nicht mal die Süßigkeit. Ist doch meine Sache, was ich in der Pause fresse. Alter, selbst wenn ich so ein riesen Brot dabei hätte oder hier 10 Tafeln oder sowas, was soll das? Weg. Echt mal, Frau Leber, du Fotze. Du denkst doch, du hast doch zu Hause da niemanden sitzen. Du wünschst dir doch, dass irgendein alter Herr dich mit irgendwelchen Marzipan an dein nicht von den Tittchen einreibt. Soll Lübecker Marzipan sein. Auf gelbem Sande und Co. Hm, ziemlich hart. Mhm. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich hatte nichts damit gerechnet. Darum bin ich blutverschmiert. Wer konnte ahnen, dass sie so reagiert? Können auch mal machen. Du redest bei Deutsch und ich rede... Ach, du, das wird nichts. Das ist meistens auch nur eher ein Pseudoplatt. Ich habe schon die ersten beiden Harry Potter Bücher auf Platt gelesen. Die gibt's, die wurden auf Plattdeutsch übersetzt? Die gab es eine Zeit lang auf Plattdeutsch, ja. Und wie heißt der dann auf Plattdeutsch? Harry Potter und der Wunderstein und Harry Potter und die Gruligkammer. Und die Gruligkammer. Irgendwie der Harry Jümmers? Das hing ganz normal ein Junges. Zumindest Betus' 11. Geburtstag. Bis zu seinem 11. Geburtstag dachte er, dass er noch ein ganz normaler Junge ist. Ganz einfach. Hier ist ein Türwerer. Ja, also ganz einfach. Das ist ein Türwerer. Und Harry war in das erste Jahr ob der School in Hogwarts bei was beliefen. Mal ist dann und lachen, mal bewehrt im Derby und büchs und auf den Zünn oder sagen, der Rheinweg nicht zu Klöven sind. Ich frage mich immer, ob Leute, die eine Schirmmütze tragen, wohl eine Glatze haben oder prächtiges Haar darunter ist. Wenn man nur jemanden fragen könnte, der gerade eine Mütze trägt. Riesending. Was für ein geiler Barren. Das sogenannte Weißbrot bei Niederegger. Niederegger und Mest sind so meine Favoriten. Guck dir mal dieses Gebäude an. Oh, schön, schönes Gebäude. Das sind Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben hier in Lübeck das doch noch geschafft, Bunker zu bauen und die noch zu tarnen und ins Altstadtbild einzupassen. Oh, ich bin ein bisschen gerutscht durch das Plastik. Kai, weißt du, was ich gefunden habe? Hier, die 10095. Das ist eine wassergeprüfte Connection Box. Ja. Muss ich das jetzt... Was sind denn hier für schöne Sachen? Na? Moin, was? Nein. Nein, doch nicht. Sowas ja, oder nein? Krass? Ja, ich bin jeden Donnerstag in einer anderen Stadt. Und diesmal bin ich... Sehe ich aus wie so ein Rapper, nur wegen dieser Box und dem... Ja, schon ein bisschen. Ja, dann habe ich das beim Logo verschissen. Habt ihr euch schon mal eine Gurke oder einen Rettich eingeführt? Ja, Adam erzählt von dem Gespräch mit der Christin zuvor und der Lautsprecherdurchsage. Was kam da irgendwie? Hätte Maria nicht so schlampig rumge... Was mir je passiert ist, war im Zug und ich habe wegen irgendwas oh Gott gesagt und sie hat mich ganz ernst angeguckt und meinte, was lachst du denn? Er ist real. Okay. Wie hat sie denn dann auf diese Sprachnachricht reagiert? Kai, wie würdest ganz du sagen? Ganz locker eigentlich. Bist du sogar zu mir? Ja. Hier ist Mama. Um heim. Das Essen ist fertig. Zack, ist fertig, also. Zack. Und bringt mir Rettich mit. Und Wodka. Kann der Chat uns ein Bier senden? Ein Bier senden? Habt ihr kein Bier mehr? Nicht mehr so viel. Noch sind wir. Aber doch. So, ihr müsst sparsam. Exakt drei. Ich spende hiermit ein Freibier für den Typ mit dem Brezel G. der Heter General. Aber wo zum Teufel soll ich jetzt das Bier herbekommen? Jawohl, kriegt man ein Bier. Ja, okay, bin gleich wieder da. Könnt ihr mir ganz schnell ein Bier verkaufen? Na klar. Oh, das ist nett. Jeber, Astra oder Heineken? Oh, das habe ich nicht gefragt. Einfach von jedem ein. Achtung, das ist ein Überfall. Nein, das ist kein Überfall. Das ist Unsinn, das ist so Quatsch.
8,50 kriege ich von dir wahrscheinlich. Ja, machen wir 10. Das ist nett von dir. Ist das sehr umständlich, mir jetzt eine Quittung zu geben? Ja, ich finde die noch. Vielen lieben Dank, danke schön. Ja, klar, sehr gerne. Schön Werbung machen fürs My Way, ne? Boden ist immer noch Lava. Die 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 199 Milliarden, 999 Millionen. Mehr konnte ich nicht schleppen. Müsst ihr irgendwie euch aufteilen oder rumgeben oder einschenken oder sowas. Die Lübecker schlagen vor, Bierpong zu spielen. Kai, eine schnelle Runde, dann gehen wir wirklich weiter. Runde. Sorry. Schokolade? Abgelaufen? Abgelaufene Schokolade. Als hättest du es angesprochen. Ich habe tatsächlich polnisch abgelaufene Krakauer Schokolade. Krakauer. Genau. Und die sind hammereklig. Boah, nee. Ja, ich werde es halt einfach auch nicht los. Was ist das jetzt? Das ist Wodka. Warum wird der Ball da drin eingetroffen? Passiert natürlich. Verstehe. Es wird bestimmt recht, dass wir da gekackt sind. Treffen sich zwei Unterhosen, sagt die eine, du bist schön weiß, sagt sie, du warst zu lange in der Schule hier lustig. Kai, spielst du mit oder nicht? Einmal. Ja, wie einmal? Du musst schon? Ja. Wir spielen noch nur 10 Minuten. Ja, das wäre jetzt krass, ne? Guckt einen Witz. Was macht ein? Nee, das war der falsche. Yay. Sehr gut. Oh, nice. Es wird. Der Typ mit der Brille und der Gangsterwitze sieht genervt aus. Ich will lieber etwas Langweiliges angucken gehen, als mit den Jugendlichen sich hier zu besaufen. Ich besaufe mich doch. Kai, alles im grünen Bereich. Wir gehen gleich weiter. Da sich das Spiel noch weiter hinauszögern würde, wird beschlossen, dass der letzte Treffer entscheidet, welches Team gewinnt. Hi, du? Ja, genau, du, mein Sohn mit den Dritz. Es ist langsam spät, komm bitte nach Hause, liebe Grüße, deine Mama. Ja, Mama, ich komme gleich. Ja! Ehrenmann. Sehr schön. Sehr schön. Prost. Auf euren Verlust. Nein, danke. Übrigens, was ich jetzt ganz bewusst dagelassen habe, sind die polnischen Süßigkeiten. Dankeschön dafür. Achtung, Adam. Deine Schuhe sind in genau 10 Sekunden Lava. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1, 2, 1,9, 1,8, 1,4, 1,2, 1, 0,9, 0,9, 9, 9, 9, 9, 9, 0,1, 0 verloren. Nicht verloren, ich hab doch gewonnen. Oder hab ich die Schuhe verloren? Was ist denn hier los? Hab ich die Schuhe verloren? Oh Mensch, das gibt's doch gar nicht. Kann ich doch nicht einfach die Schuhe verlieren. Hier finden Sie eine nette Toilette. Ist das eine Initiative? Wir in Lübeck haben so ein kleines Problem mit öffentlichen Toiletten. Von denen gibt es viel zu wenig. Und da haben sich einige Läden zu dieser netten Toilette-Aktion zusammengeschlossen. Das heißt, da kann man auch, wenn man da nichts kauft oder so, aufs Klo gehen. Das ist wieder die Kneipentour. Ich glaube, die kommen gerade da vorne aus dem Irish Park. Ein paar Leute zu hören. Hi. Hey. Moin, seid ihr vom NDR? Ja, fast. Live ist live. Nein, dieses Lied. Ja. Können wir das singen? Na, genau. Life is life. Na, 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 na. Das vielgerühmte Bodenbrookhaus. Lübeck ist meines Wissens nach die Stadt mit der höchsten Nobelpreisträgerdichte. Kommt der Chat drauf? Wen ich alles mein? Dann Achtung, Adam. Deine Unterhose ist Lava. Ich freue mich schon. 20, 19, 18, 17, so 16, 15, 14, 13, 12, das ist zu schnell. 11, 10, 2, 1. Das habe ich nicht geschafft, das ist zu schnell. Ich musste das halt irgendwie versuchen, in der Schnelligkeit zu machen, aber ich habe es nicht geschafft und deswegen freue ich mich. Ich ziehe mich wieder an. Viel kam mit Rainer Winkler als Einschätzung, dass der denn... Nee. Hildegard von Bingen. Nein. Ich löse auf. Als erstes Günter natürlich... Günter Grass stand da noch. Genau, sehr gut. Der einmal, dann Thomas Mann. Macht und, Sinn, ja. Ja, gebürtig heißt der andere Herr Heribert Frahm. Besser bekannt wurde er unter dem Namen Willy Brandt. Willy Brandt ist gebürtiger Lübecker. Diese Marienkirche, die enthält das höchste Backsteingewölbe der Welt. Allein das Gewölbe ist 38,5 Meter hoch. Oh. Ein bisschen Bäuchlein hast du? Sieh hier einen kleinen Sack hast du, ne? Ja, ist doch. Ja. Hier seid ihr hier. Also, das stellt man sich so ein Teufelchen vor. Ich dachte, die haben längere Penisse, aber gut. Es soll ein kleiner, niedlicher sein. Kai erzählt die Lübecker Sage zu dem Teufelchen. Hi Adam, ich gebe dir ein bisschen mehr Zeit. Deine Unterhose ist Lava 200.
199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, bin gleich wieder da. 192, ja. 191, 190. Ja. 100, okay, lass es lieber. Lass es lieber, das hat Adam nicht mehr mitgekriegt. So, bitteschön. Ja, was soll ich denn machen? Unterhose war Lava. Ich muss ehrlich gesagt, ich muss nochmal gucken, ob die mittleren Knöpfe nicht offen sind. Sekunde mal. Nicht, dass ihr da noch was entdeckt. Dass der Teufel mir dabei so, mich so anguckt, ist irgendwie ein bisschen suboptimal. Ich habe Panrad gefragt, ob ich dem Teufelchen die Boxershorts anziehen kann. Hi Adam, ich muss leider fortsetzen. Die deine Hose ist leider von der Hitze der Unterhose entzündet worden. Nun ist sie Lava 200, 194, 193, 192. Okay, so ich finde, so sieht er mir sympathisch. So sieht er aus wie ein Moslem, ne? Oder also. Teufel? Ja. Teufel, ist es okay mit der Kopfbedeckung, jetzt ganz ehrlich? Also wir können das auch rausschneiden oder so, weil ich habe dich jetzt vorher nicht gefragt. Nee, ist schon okay. Oh, du bist aber ein cooler Teufelchen, ne? Ja, ich bin kleiner als Teufelchen. Okay, ja, cool. Das ist ein kleiner Pimmel, ne? Ja. Ja. Ja, okay, ich mach grad. Komischer Kauz sagt, Adam, du kriegst eine DB-Ersatzunterhose. Gib mir gleich deine Zugnummer, ich informiere die Kollegen. Das ist nett. Es war einmal ein Lübecker Kaufmann, der hatte an Gott nur eine Bitte. Er würde gerne unsterblich und uralt werden. Irgendwann wurde er doch des Alters überdrüssig und suchte wieder nach Gott und hoffte, ihn an der Marienkirche zu finden. Das war leider nicht der Fall, so hockte er sich da oben auf diesen Sims und versteinerte mit der Zeit. Information zum Re 8. Dieser Zug darf heute nur von Fahrgästen genutzt werden, weiß, die eine Unterhose tragen. Kai spricht das Thema Stiftungen an. Lübeck hat viele davon. Die große Posseel-Stiftung unterstützt unter anderem zum Beispiel Projekte, die die Altstadt verschönern. Unser Stadttheater. Ah, cool. Können wir hier mal anschauen. Hier sehen wir hier auch schon vielleicht die Richtung Coburg, die letzte unserer großen Altstadtkirchen. Ah, hier ist sie. Gucken wir schon mal von hier drauf. Die St. Jakobi-Kirche war die Kirche der Seefahrer, der Fischer und überhaupt der meerverbundenen Berufe. Und in der Kirche befindet sich heute auch noch die Pamir-Gedenkstätte. Hier wunderbar die Schiffergesellschaft sehen. Das war dann das Restaurant, wo dann auch die Kapitäne und so dann eingekehrt sind, wenn sie von ihren Handlungsreisen nach Lübeck zurückkehrten während der Hansezeit. Eins der auch schönen Gebäude Lübecks, das Heiligengeisthospital. Das war so eine Art, auch so eine Art Altersheim. Und das auch sogar relativ lange, bis ich glaube sogar in die 60er Jahre rein. Kai schenkt Adam etwas für einen zukünftigen Lego-Stream. Danke fürs Einschalten, macht es gut, bis nächste Woche. Life is life. Das war Skyline TV Live aus Lübeck. Abonniere, um mit Adam live jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr durch die Welt zu reisen.